Also doch, okay. Okay, der Kleinkram greift an. Das ist ja nicht zu fassen hier. Ich möchte mich hier gerne mit den Großen. Guck mal, das da. Das ist mein Gegner hier, ne? Nicht da mit dem Kleinkram. Aber na gut. Muss ich auch mit Kleinkram beschäftigen. Alter, man kann ja mal. Man kann ja mal Säure spucken hier, ha? Ja, komm, fall halt um, ne? Ja. So hat sich ausgespuckt, Fräulein. Was für ein doller Loot hier, ey. Ach, na ja. Okay. Haben wir das auch geklärt? Die wächst und gedeiht auf jeden Fall nicht mehr, bis sie wieder respawnt. Hui. Hallo, ihr da. Hallo, ihr da. So, deine Nachbarin ist um. Was hast du denn hier? Oh, für den Finger. Das würde ich mitnehmen wollen. Lehrt euch, wie man ein Wächter-Kobra-Junges beschwört und wieder freigebt. Das ist ja nice. Okay. So, das da. Das wollte ich hier ersetzen, ne? Ja. Das macht einen guten Eindruck. Was? Ruhe da unten? Diese dreckigen Mechs da unten am Strand machen eine Menge Lärm und Licht. Kein Wunder, dass meine frisch geschlüpften Jungen so mieser Laune sind. Wir lassen eine Küste erbeben, die ohnehin schon instabil ist. Man weiß nie, was einen beim Aufwachen erwartet. Sagt ihnen, sie sollen vorsichtig sein. Warnt die Goblins vor der Wer überleben Gefahr. will, muss einfallsreich sein. Warnt Le Goblins? Wo hätten wir die denn? Oh, da unten, da hinten. Okay. Dann werden wir mal die Goblins warnen. Wie irre groß dieses Gebiet ist, ne? Also ich glaube, wir werden hier bis 120 bleiben. Weil das ja auch ein bisschen lame ist, ne? So, darf ich mal hier durch? Ich habe eine wichtige Lieferung für die Goblins. Geht mal alle weg. Haut alle ab, geht alle weg. Und da ist auch noch was. Hiroka, okay. Jetzt will ich erstmal hier durch gerade. Jetzt möchte ich erstmal hier alles pullen. Oh Gott, ich muss ja hier wirklich überall an den Viechern vorbei. Könnt ihr mich einfach mal durchlassen, Freunde? Tue ich doch gar nichts. Ach, guck mal. Richtig, richtig schickes Lager hier. Ja, ich komme gleich. Wartet mal auf mich, bitte. Geht mal nicht weg. Ich will nur gerade die Akku loswerden. Dankeschön. Nee, so. Wo sind wir denn? Wo haben wir es denn hier? Yo. Gefahr. Gewalt. Als ob wir das nicht schon wüssten. Wir gehen nirgendwo hin, bevor wir nicht haben, wofür wir hergekommen sind. Bleibt sauber. Wofür seid ihr denn Hey, wie hergekommen? geht's Ein euch Job für schon? die Aufräumer? Solange diese staubaufwirbelnden Siro-Ding-Bumse sich am Strand herumtreiben, kommen unsere Aufräumer nicht an die Vorkommen ran. Ein paar Leute des Trupps wollten sich anderswo umsehen, aber es kommt gar nicht in Frage, dass wir ohne diese Steine für Galliwix hier abhauen. Ah, es geht also um Galliwix, schon klar. Nur unter uns, Hexenmeisterin. Für die Nummer hier kriegen wir einen saftigen Gefahrenzuschlag. Identifiziert und markiert 5 Azerit-Vorkommen für den Ausgrabungstrupp. Es geht hier also gerade ums Azerit, natürlich. Die Leute verbrauchen die Munition schneller, als wir sie auffüllen können. Ich habe ihnen gesagt, dass wir am Strand sind und sie in einem Sandwerfer. Das kann doch nicht so schwer sein, da ans Land zu kommen. Aber sie sagen, das wäre gegen die Auf. Räumer, Fahrer, Regeln ihres Ortsverbands. Ich kapiere das jedenfalls nicht. Schafft uns mehr Sand ran. Diese Sandmonster müssen voll damit sein. Und wir werden euch ordentlich entlohnen. Okay.
Rotzi gehört zum Ausgrabungstrupp. Sie ist mit Werkzeug losgezogen, um einen Plan auszuarbeiten, wie man diese Rekonfiguratoren aufgeladen halten kann. Geht und seht nach, ob sie Hilfe braucht. Achso, ich dachte, jetzt kommt wieder sowas mit von wegen, sie ist nicht zurückgekehrt. Geht sie suchen. Geht suchen, wo sie hin ist, die Gutste. So, warte mal. Nicht berühren oder Dämpfe einatmen, kann Unwohlsein hervorrufen, davon abgesehen völlig sicher. Ich verstehe. So, okay. So, also euch soll ich ummachen. Na gut. Das habe ich mir schon fast gedacht, denn ihr habt mich ja eben auch schon ganz schön genervt hier. Okay. Das war Nummer 1. Da bekommen wir einen schicken Sandhaufen. Ja, wunderbar. Warte mal hier gucken. Ziel markiert. Da drüben. Aha. Ziel markiert da drüben. Nee. Wo ist denn hier? Ach, hier. Ach, das Ding. Ah, okay. Schirm. Oh. Der Wind sät. Wird Sturm ernten. Mhm. Aha. Ja, nice. Alles klar. Okay, große felsige Dinge. Wir brauchen große felsige Dinge. Das ist ein Leichner. Okay. Kann ich den nicht einfach hier im Sand buddeln? Hätte ich jetzt erwartet. Anscheinend nicht. Muss ich hier wirklich diese Viecher hier ummachen? Nein, nicht laufen und aufmachen gleichzeitig. Das klappt nicht so gut. Ich will eigentlich mal gucken. Da oben muss ein Dings sein. Wer ist denn da? Hiroka. Das da hoch? Man weiß es nicht. So, ich markiere mal hier. Komme ich hier, wenn ich... Ja, okay. Wir machen den mal um. Den brauche ich ja sowieso. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da oben hinkomme. Wo der Rare Mob steht. So, okay, nimm mal den Sand mit. Das sieht nicht so aus. Hinten irgendwo. Lalala. Keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Irgendwie muss man hier nach oben kommen, damit man den da ummachen kann. Gut, dann machen wir erstmal hier noch die Sanddinger gerade. Da sehe ich schon noch was zu markieren. Ja. Kann natürlich... Oh, guck mal, da liegt voll das Boot. Es kann natürlich auch komplett von hier hinten irgendwo sein. Dass ich da nur hochkomme. Oder ich gucke hier mal gerade, ob ich da hinkomme, wo ich hin will. So, gib mir das mal her. Trifft das? Ja, ich glaube, das hat getroffen, ne? Das sieht gut aus. Das hat getroffen. Ah, ich bin oben. Ich bin oben. Ihr Lieben. Und da haben wir Siroka. Okay. Gucken, haben wir hier irgendwelche Löcher im Boden? Ich habe hier keine Lust, hier abzustürzen. So, dann holen wir den auch weg. Ja, ist ja gut, Freund. So, du stupst mich hier nicht runter mit deinen Wirbelstürmen. Wäre sehr, sehr angenehm, fände ich das. Hm?
Na nun komm, nun fall um. Ich weiß, du willst es. Ich bin mir sicher. Nee, ich zünde jetzt auch nichts anderes mehr, weil jetzt habe ich dich nämlich. Sehr schön. So, dann haben wir das auch besprochen. Da könnte ich ja direkt mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ach, hier kommen wir zu unserem... Achso. Kommen wir hier zu unserem Fragezeichen direkt? Ja, kommen wir. Okay, ja, cool. Dann gebe ich das hier mal ab. Was hast denn du hier alles? Anishu. Okay. Was liegt an? Wenn Mert möchte, dass ihr helft, dann habe ich genau das Richtige. Bleib sauber! Diese kleinen Kerlchen sind unersättliche Wirbelwinde, verschlingender Zerstörung. Wenn sie erstmal loslegen, verleiben sie sich alles pausenlos ein, was ihnen in den Weg kommt. Wenn sie satt sind, geben sie Energieentladungen aus den kleinen elektrischen Antennen auf ihrem Körper ab. Dann machen sie ein Nickerchen. Wir haben Glück, dass wir die richtige Frequenz gefunden haben, um ihre kleinen Käferhirne zu kontrollieren. Drückt auf das Gerät und ihr könnt mit eurem eigenen kleinen Britzler eine Runde drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sorgt dafür, dass ihr ihn voll wieder zurückbringt, damit unser Zeug aufgeladen bleibt. Füllt dem Ranisho den Bauch. Schön, dass ich helfen konnte. Aha. Ist denn, was mich das gerade erinnert? Das erinnert mich gerade an Harry Potter und Hagrid, der diese, wie hießen die denn, diese platzenden Kröter-Dinger, die er da gezüchtet hat. Die hießen aber nicht so, ich weiß. Aber so ähnlich hießen die. Aber wenn ihr es gesehen habt oder gelesen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Daran erinnert mich das hier gerade irgendwie, warum auch immer. Okay, Sprintkontrolle. Aha. Bockstart. Ja, was soll ich jetzt hier tun? Hä? Kann ich den denn überhaupt? Hä? Verfüttert Peitscher an den Ranisho. Ja. Frisst er die denn selbstständig? So. Er lädt sich aber auf hier, der junge Mann, ne? Heute ist hier, also in dieser Aufnahme ist hier alles der junge Mann bei mir. Ja, nicht zu fassen. Okay, also ich brauche die hier nur ablaufen. Na gut. Aha. Soll mir das jetzt machen? Sprintrolle. Ah, nein. War jetzt, glaube ich, nicht so geschickt mit der komischen Sprintrolle. Schockstab. Das nicht. Wozu brauche ich den Qualm? Nach vorne zu sausen. Ja, aber wozu? Schleudert Ranisho durch die Luft. Ja, ist ja fein. Oh, guck mal, da ist die dicke Mama. Ah! Ey! Oh. Okay. Die dicke Mama fand das jetzt, glaube ich, gerade nicht so lustig. Dass ich mich hier an ihren kleinen irgendwie, ne, vergehe. Naja. Hat aber genug. Oder? Okay. Abgeschlossen. Rollst du allein zurück oder muss ich... Okay. Irgendwie betäubt. Oh Gott. Ist ja süß. Er ist ja mal voll niedlich hier. Spuckt es aus! Hey, für euer erstes Mal war das gar nicht so schlecht. Die sind so hässlich, dass sie fast schon wieder süß sind. Meint ihr nicht auch? Ja, irgendwie Bleib schon. Gut drauf. Irgendwie schon. So, okay. Ja gut, du hast nichts mehr für mich. Na gut. Dann gehen wir mal irgendwie weiter markieren und so. Markieren uns sein Kind. Und ich brauche noch Sandhaufen. Wo ging es hier runter? Da ging es runter. Was bist du denn hier? Willy? Okay. Mal, kann ich... Ne, das hatte ich ja selber schon markiert. Ach, schade. Ich dachte, es wäre wieder einfach aufgetaucht. Bräuchte noch was zum Markieren, bitte. Nur noch eins eigentlich. Okay. Was denn hier? Wer bist du?
Tamil Nadu. Aha. Okay. Der wohnt hier. Brauche aber trotzdem noch etwas zum Markieren, bitte. Und Sand brauche ich natürlich auch noch. Was? Das für mich gedacht? Kann ich das haben? Kann ich das markieren? Ich glaube, das kann ich gleich markieren. So, gib mir hier mal Markierung und so. Und dann können wir den hier schon mal ummachen. Der Hund ist von der Leine. So, noch 5 mal Sand. Na gut, das sollten wir ja wohl hoffentlich...